Ich begrüße Sie zu einem weiteren Video-Workshop von Data Center Insider und Training IT zum Thema vSphere bzw. vSphere 6.7. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, welche neuen Funktionen und virtuellen Geräte inzwischen in virtuellen Maschinen so zur Verfügung stehen. Denn viele Administratoren, die mit Standard-Infrastruktur arbeiten oder auch Standard-Anwendungen bereitstellen, wie etwa Webserver oder Datenbanken, befassen sich meist eher weniger mit diesen Details, es sei denn, es kommt wirklich auf Performance an, wie zum Beispiel bei Datenbanken, wo es um hohe IO-Raten, um hohen Durchsatz und um Transaktionen geht. Da kann es durchaus schon mal vorkommen, dass man sich wirklich im Detail mit den Möglichkeiten einer virtuellen Maschine auseinandersetzt. Oder bei der Desktop-Virtualisierung, wenn es wirklich um VDI-Infrastrukturen geht, um die Nutzbarkeit virtueller GPUs. Aber so ganz im Allgemeinen, zumindest so ist es meiner Erfahrung, befassen sich viele Administratoren nicht so häufig oder nicht so im Detail mit den Möglichkeiten. Ja? Und nun unterliegt vSphere ja einer stetigen Evolution und mit jeder neuen virtuellen Hardware Versionen kommen auch neue Möglichkeiten hinzu. Wie im Artikel erläutert, möchte ich zuerst mal auf die Möglichkeit der Integration von NVDIMMs bzw. Unterstützung für Physical Memory hinweisen. Das triggere ich hier jetzt einfach nur mal an, indem ich hier jetzt mal unter vSphere 6.7 eine neue virtuelle Maschine erzeuge. Die benenne ich jetzt auch mal nicht großartig um. Ich packe sie einfach mal hier in den automatisch erstellten Ordner Discovered Virtual Machines. Ist erstmal nicht wichtig. Sie kommt jetzt auf diesem Host hier und auf diesem Data Store. Das interessiert uns jetzt gerade mal nicht. Wichtig ist die Kompatibilitätsstufe, die virtuelle Hardware Version 14. Das bedeutet, wir brauchen hier ESX oder der unterliegende ESX Host muss auf Version 6.7 sein. So, wir nehmen als Gastsystem Familie Windows und nehmen hier einfach mal ein aktuelles Windows. Ich möchte es auch ohnehin nicht, ein aktuelles Windows 10, ich möchte auch ohnehin nicht die Gastsysteminstallation durchführen, sondern einfach jetzt nur auf Folgendes hinweisen oder mal zeigen, was mittlerweile an Möglichkeiten in so einer virtuellen Maschine zur Verfügung steht. Den Klassiker, also wir gehen erstmal die klassischen Dinge durch, die immer zur Verfügung stehen. Wir haben hier die Core-Socket-Zuordnung, immer nochmal zur Erinnerung, lizenziert wird ESXi auf CPU-Basis. Ja, da können Sie einen CPU mit einem Sockel gleichsetzen, zumindest seit der Version 5.0 ist das wieder so, früher war es mal komplizierter. Die Anzahl der Kerne spielt keine Rolle. Also Sie lizenzieren pro CPU. Sie können vSphere Lizenzen kaufen mit 10, 12, 14, 16, 18 CPUs als Unterstützung und diese Lizenzen können dann auch aufgeteilt werden auf die entsprechende Anzahl Server. Aus Sicht der virtuellen Maschine können Sie, also wir haben hier vier CPUs auf dem Host-System und das bedeutet, wir können der virtuellen Maschine eben auch vier virtuelle CPUs zuordnen. Und das geht dann eben wahlweise in der Zuordnung 2-2. Ja. Wir können auch hier das Ganze hier auf 1 setzen. Das könnten wir auch tun. Wir könnten hier auf 1 setzen, nach Belieben. Das ist im Übrigen, solange es nicht darauf ankommt, dass Sie anstreben, eine virtuelle Maschine mit mehr als 8 virtuellen Kernen zu benutzen und von dem Feature Virtual NUMA zu profitieren, wo dann eine Garantie besteht oder wo der Scheduler dafür sorgt, dass eine Mehrkern-CPU auch immer auf einen primären NUMA-Knoten positioniert wird, um eben Remote-Speicherzugriffe zu vermeiden. Das ist bei 8 vCPUs aufwärts automatisch eingeschaltet. Bei kleineren Maschinen kommt es hier auf die Core-Socket-Zuordnung nicht so sehr an. Wenn man eine virtuelle Maschine erstellt und die Lizenz und das unterliegende Host-System ESXi 6.7 und die Lizenz des Gastsystems unterstützt
CPU-Hot-Add und kann damit umgehen und ist es auch entsprechend lizenziert, kann sich an dieser Stelle CPU-Hot-Add aktivieren und anschließend, wenn die virtuelle Maschine dann läuft, besteht die Möglichkeit zur Laufzeit Kerne hinzuzufügen. Wir reservieren keine CPU-Anteile in Mega oder Gigahertz, wir vergeben kein Limit und wir lassen die Anteile, ja, die Anteile werden berücksichtigt, wenn es zu einem Wettstreit um Ressourcen kommt. Nur dann werden die Anteile oder auf Englisch Shares berücksichtigt. Damit kann man virtuelle Maschinen gegenüber anderen virtuellen Maschinen anteilig priorisieren in Bezug auf die drüberliegende, ja, Ressource. Die drüberliegende Ressource ist im einfachsten Fall der Host, ist in etwas komplexeren Szenarien der Cluster. Und wenn man Resource Pools verwendet, die dazu gedacht sind, Silos zu konstruieren oder Resource Silos zu bauen, dann wäre der überliegende Resource Pool hier derjenige, der die Ressourcennutzung nach oben hin begrenzt, und innerhalb des Resource Pools könnten dann virtuelle Maschine konkurrieren um die CPU-Ressource und würden dann anteilig nach dieser Zahl hier berücksichtigt. Normal ist 1000 bei einer wie CPUs, wir haben hier zwei, deswegen 2000, und hätten drei virtuelle Maschinen in einer Ressource jeweils 2000 Shares, dann bekämen wir eben jeder ein Drittel der Ressourcen. Hier kann man das No-Execution-Bit maskieren. Das ist dafür gedacht, dass vMotion auf nicht ganz inkompatibel oder nicht ganz kompatiblen Quell- und Ziel-CPUs funktioniert. Oder wenn Sie 32-Bit-Systeme verwenden, wo eben nicht die Hardware-Virtualisierung in der CPU benutzt wird, dann spielt es aber auch keine Rolle, weil die Virtualisierung dann eben verborgen wird von dem Hypervisor. Wenn Sie die unterliegende CPU-Virtualisierung, die ja seit 2006 AMD Pacifica, so hieß es früher, und Intel VT bzw. AMD V heißt es jetzt, wenn das verfügbar ist, kann man es mit diesem Flag die Hardware-Unterstützung für Virtualisierung auch durchreichen in die virtuelle Maschine, und dann könnten Sie zum Beispiel auch ESX-Host oder Hyper-V-Host in der Virtualisierung betreiben. Scheduling Affinity, Sie können den Kern oder den Sockel, je nachdem wie man es betrachten will, des unterliegenden Host-Systems explizit dem virtuellen Kern zuordnen oder andersrum. Das wird gebraucht, wenn Sie zum Beispiel eine Anwendung ausführen, die erzwingt oder die vorschreibt, dass sie nur auf einem bestimmten Sockel ausgeführt werden darf. Dann würden Sie quasi hier eine Bindung an den Host-Sockel oder an die Host-CPU erzwingen. Könnt jetzt hier zum Beispiel eine 1 reinschreiben. Damit bremsen Sie quasi die Funktionalität des Schedulers im Hypervisor aus. Sie können außerdem noch die Arbeitsspeichervirtualisierung in ähnlicher Weise beeinflussen. Also auch hier haben wir Reservations, Limits und Shares. Auch hier haben wir Memory Hot Block, wenn wir das haben möchten. So, das wäre CPU und Memory. Wir haben hier unsere virtuellen Festplatten. Wir haben unsere virtuellen SCSI-Controller oder Controller generell. Das ist jetzt hier, der LSI Logic ist jetzt ein virtualisierter SCSI-Controller. Je nach gewählten Gastsystem und gewählter Gastsystemfamilie und je nach unterliegenden ESXi-Version, die ja die virtuelle Hardware-Version definiert, stehen hier unterschiedliche Typen von Controllern zur Verfügung. Wenn man hier mal reinschaut, dann sehen wir Bus Logic parallel, er ist eher Legacy, LSI Logic parallel genauso, parallel SCSI kommt heute selten zum Einsatz. LSI Logic SaaS wird von so ziemlich jedem Betriebssystem von Haus aus unterstützt, von daher immer eine gute Wahl. VMware ParaVirtual ist performanter, muss aber ein Treiber im Gastsystem vorhanden sein oder mitgebracht werden. So, wir
Bei den Netzwerkkarten gilt Ähnliches. Wir haben hier eine E1000 und eine E1000E. Beides sind Gigabit-Karten, die in der realen Welt den Intel-Karten entsprechen, die auch in Windows 8.1 aufwärts bzw. in Windows XP und vorhanden sind. Und das ist ein paravirtualisierter Treiber, der VXnet3-Treiber, stellt eine synthetische Karte, die es in der im Real World halt nicht gibt, mit einem paravirtualisierten Treiber zur Verfügung. Die ist aber deutlich performanter, bietet 10 Gigabit pro Sekunde Durchsatz zum V-Switch. Die Geschwindigkeit nach außen wird durch die Physik begrenzt und beherrscht so verschiedene Features wie Large Receive Offload, so TCP Segmentation Offloading, also so Features, die im TCP-IP-Stack, also Funktionen, die der TCP-IP-Stack normalerweise im Treiber ausführt, können hier auf die Hardware abgeladen oder geoffloadet werden. Wir lassen es aber bei der E1000E, weil die von so ziemlich jedem System unterstützt wird und die MAC-Adresse wird automatisch generiert. Die MAC-Adresse der virtuellen Netzwerkkarte stellt man das auf manuell, kann man zumindest die rechten 3 Byte frei definieren. Die linken 3 sind fest für den Vendor VMware. Hier haben wir die optischen Devices. hier hat man die Wahl zwischen einem Client-Device, also das, was Sie an Ihrer Arbeitsstation zur Verfügung haben, das CD-ROM in die virtuelle Maschine durchzureichen. Dito und etwas älter schon die Funktion, das CD-ROM-Gerät vom ESXi-Host in die virtuelle Maschine durchzureichen oder direkt das ISO-File einzuhängen oder ein ISO-File, das auf einer Content-Library vorgehalten wird. Der Device Mode ist in dem Fall, ich hier Client Device wähle, hier Pass-Through CD-ROM. Wenn ich hier auf ISO-File gehe, irgendwo, kann ich einen ISO-File aussuchen. So, wir lassen das hier mal auf Client Device. Für die Installation von Windows 10 wäre es jetzt hier sinnvoll, das ISO tatsächlich einzubinden, aber ich möchte die Installation gar nicht durchführen, sondern nur die Optionen zeigen. Dann könnten wir hier, das CD-ROM wird normalerweise am SATA-Controller betrieben, ist auch sinnvoller, unterstützt würden aber auch IDE-Controller oder ich kann das CD-ROM, wenn ich das möchte, auch am virtuellen SSI-Controller betreiben. Hier wird ein neuer USB 3.0-Controller zur Verfügung gestellt und eine klassische VGA-Karte. Man kann in der virtuellen Maschine oder für die virtuelle Maschine die Anzahl der Displays erhöhen. Das funktioniert nicht immer, aber häufig. Man kann die 3D-Unterstützung für die Grafik in der virtuellen Maschine aktivieren. Funktioniert auch nicht immer. Mit Windows 10, moderneren Systemen und aktuellen Linux-Distributionen funktioniert das sehr gut. Man kann festlegen, ob der 3D-Renderer in diesem Fall durch die Hardware oder durch die Software, also durch die GPU oder die Software erledigt wird. Lässt man normalerweise auch auf Automatik stehen. Man kann das 3D-Memory, die Größe des 3D-Speichers hier festlegen. Das VMCI-Device ist eher Legacy, ermöglicht eine direkte Kommunikation zwischen virtueller Maschine und Host über ein entsprechendes Device, über das RAM sozusagen, aber nur noch zwischen virtueller Maschine und Host, nicht mehr zwischen virtuellen Maschinen untereinander, das wurde früher mal unterstützt. Ist auch mit der Verfügbarkeit des VXnet3-Treibers in der virtuellen Maschine fürs Netzwerk eigentlich auch nicht mehr erforderlich. Wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus möchte, also hier ist nochmal zusätzliche Hardware. Wir könnten, wenn wir es wollten, eben auch noch einen IDE-Controller verwenden. Und klassischerweise brauchen wir natürlich auch ein Keyboard und ein Maus-Device. So, wir könnten jetzt hier mal auf Add New Device gehen und hier werden Sie feststellen, bei neueren oder bei ESX 7 interessant ist das NVDIMM Device, das wir im Artikel besprochen haben, könnte hier hinzugefügt werden mit 6.5 auch schon ein NVMe Controller. Schon seit geraumer Zeit ist es möglich, PCI-Geräte
vom Host-System durchzureichen und zu teilen. Ja? Einmal als Shared PCI-Device, einmal als normales PCI-Device. Es ist möglich, physische Festplatten oder Partitionen oder Loons als RAW-Device-Map individuelle Maschine einzufügen. In der GUI funktioniert das tatsächlich nur mit einer Loon, die im SAN im Netzwerk bereitgestellt wird. Über die VMKFF-Tools bzw. auf der Kommandozeile wäre es auch möglich, ein lokal bereitgestelltes Blockgerät individuelle Maschine einzureichen oder einzufügen. Ja, da möchte ich noch, ich beende das mal hier und wechsle mal in eine Produktivumgebung und suche mir jetzt nochmal eine virtuelle Maschine hier aus, die im Augenblick hier eingeschaltet oder ausgeschaltet ist, und bearbeite hier auch nochmal die Einstellungen und möchte gerne nochmal darauf hinweisen, dass man mittlerweile auch abgesehen von der virtuellen Hardware auch noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten hat, die virtuelle Maschine zu verbessern oder zu optimieren. Die finden wir hier im Bereich VM-Optionen. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, das letzte Quäntchen Performance können Sie auch noch dadurch verbessern oder optimieren, indem Sie wir fangen mal hier unten bei den Boot-Optionen an, indem Sie bei den Boot-Optionen einstellen, je nachdem, ob Sie als Firmware ein EFI oder ein BIOS verwenden, mit dem Knopf Force BIOS oder Force EFI Setup in das virtuelle BIOS oder EFI wechseln und dort Devices deaktivieren, die Sie nicht benötigen, wie etwa Floppy Devices oder CD-ROM Devices. Das bringt auch noch mal ein kleines Quäntchen Performance. Sie können statt Force BIOS Setup auch das Boot Delay auf in Millisekunden, vielleicht hier auf 10.000 setzen. Dann haben Sie genügend Zeit, in die Konsole zu wechseln und dort F2 zum Beispiel im Fall eines BIOS zu drücken und kämen dann auch ins BIOS. Zum Beispiel, um das Boot-Device auszuwählen. Wenn Sie also ein frisch installiertes neues System aussetzen und wollen tatsächlich von den eingehängten ISO installieren, müssen Sie die Boot-Reihenfolge je nach Betriebssystem, also je nach virtuellen Betriebssystem, im virtuellen BIOS tatsächlich auch einstellen. Ja, aber Sie wissen wahrscheinlich genauso, dass moderne Betriebssysteme damit auch umgehen können. Also wenn auf dem vorhandenen lokalen Datenträger kein System installiert ist, wird in der Regel sowieso nach einem bootfähigen Datenträger gesucht. Und bei Windows ist es ja so, wenn Windows einen bootfähigen Datenträger findet, wird gefragt beim Bootvorgang, ob man Return drücken möchte, um von dem optischen Datenträger zu starten. Hier oben finden wir dann noch die Bezeichnung der virtuellen Maschine. Das ist hier dann der Name der virtuellen Maschine, normalerweise identisch mit dem Arbeitsverzeichnis. Ja, das ist der Folder oder der Ordner auf dem Data Store und das dazugehörige VMX-Datei, die virtuelle Hardware eben beschreibt. Hier ist der Gastsystemtyp und die Gastsystemfamilie. Diese beeinflussen die Vorauswahl der virtuellen Hardware, die in der virtuellen Maschine präsentiert wird. Wir haben noch verschiedene Optionen, die Remote-Konsole mit einem Klick zum Beispiel ganz zu sperren oder die Anzahl erlaubter Verbindungen, die inzwischen 40 ist. Das war einschließlich 5.5 waren das noch 10. Jetzt mittlerweile werden 40 gleichzeitige Sitzungen unterstützt. Das kann man hier aber limitieren oder ganz sperren. Die Verschlüsselung haben wir in älteren Artikeln schon besprochen. Die steht natürlich, also hier dieser Eintrag Verschlüsselung bezieht sich nur auf vMotion. Also die Live-Migration lässt sich auch verschlüsselt durchführen, wenn die Verschlüsselungsinfrastruktur vorhanden ist. Hier ist sie es jetzt nicht. Man hat aber die Möglichkeit, dann einzustellen, ob die Verschlüsselung required ist. In dem Fall würde ein vMotion-Vorgang nicht durchgeführt werden, wenn das Zielsystem die Verschlüsselung nicht unterstützt. Bei opportunistisch würde er die Verschlüsselung, wenn das Zielsystem Verschlüsselung nicht unterstützt, unverschlüsselt durchführen und hier eben gar nicht.
Ebenfalls noch erwähnenswert sind, ist hier das Menü für die VMware-Tools. Hier können Sie ein Häkchen setzen, ob bei jedem Start der virtuellen Maschine ein Upgrade der VMware-Tools, also geprüft werden soll, ob ein Upgrade möglich ist. Das heißt, ob eine neue Tools-Version in dem Standard-Lockup-Pfad auf dem Host zur Verfügung steht. In dem Fall würde dann eben ein Upgrade angestoßen. Ob das vollautomatisiert, teilautomatisiert oder mit und ohne Nutzerinteraktivität erfolgen kann, hängt vom Gastsystem ab. Bei Windows kann man sicherlich die VMware-Tools automatisch starten lassen mit entsprechenden mit speziellen Parametern für die Kommandozeilenversion. Könnte man auch erzwingen, dass die Installation der VMware-Tools quasi versteckt stattfindet, ohne dass der Nutzer dort etwas von mitbekommt. Wir könnten hier noch einstellen, dass die Zeit der virtuellen Maschine mit beim Start der virtuellen Maschine mit der Zeit des Hosts synchronisiert wird. Das hat Vor- und Nachteile. Vor der Version 10.0 der VMware-Tools hatte es den Nachteil, dass die Installation der VMware-Tools ein Reboot nach sich zog. Das ist heute Gott hat dann nicht mehr der Fall. Und man kann hier noch definieren, wann diese vier Skripte ausgeführt werden. Es gibt bei den VMware-Tools vier Skripte, die werden mitgeliefert und installiert, über die man noch weitreichenden Einfluss auf die VMware-Tools, auf das Verhalten und auf die Treiber nehmen kann. Und die werden bei diesen üblicherweise bei diesen vier Events ausgeführt: Power On, Resume, Suspend und Shutdown. Bei den erweiterten Optionen hat man auch die Möglichkeit, direkt auf die VMX-Datei einzuwirken. Aber wir schauen erstmal hier vorne, was wir hier noch haben. Disable Installation, das ist eigentlich nie notwendig, es sei denn, Sie haben NetWare oder DOS als virtuelle Maschine, die einfach mit der aktuellen Performance überfordert ist. Sie können das Logging aktivieren, dadurch wird vom VM-Kernel eine Logdatei für die virtuelle Maschine im Verzeichnis der virtuellen Maschine angelegt. Wenn Sie hier noch auf Record Statistik wechseln, wird ein Stats-Ordner, also STATS, im Folder der virtuellen Maschine angelegt und es werden zusätzlich Statistiken erhoben. Die Swap File Location ist jene, die der VM-Kernel nutzt, um ein Swapping für die virtuelle Maschine zu veranlassen, wenn er selbst einen Speicher benötigt. Dazu wird eine VSwap-Datei im Verzeichnis der virtuellen Maschine beim Erstellen der virtuellen Maschine angelegt, die üblicherweise die Größe des Arbeitsspeichers hat, wenn keine Reservierungen für Arbeitsspeicher vergeben sind. Und diese Datei wird vom VM-Kernel benutzt, wenn der VM-Kernel keine andere Möglichkeit sieht, als ohne Kenntnis der inneren Vorgänge in der VM ein Swapping zu veranlassen. Wäre der Balloon-Treiber installiert für das dynamische Speichermanagement, der über die VMware-Tools kommt, dann würde Ballooning das interne Swapping im Gastsystem anregen. Dann würde das Gastsystem in die Page-File-Sys bei Windows zum Beispiel innerhalb des Images swappen, was besser ist als das kernelbasierte Swap. Und mit Edit Configuration könnte man, wie eben gerade erwähnt, die VMX-Datei auch direkt bearbeiten und hier zusätzliche Key-Value-Pairs quasi eintragen. Und für ganz, ganz latenzempfindliche virtuelle Maschinen, ich sage jetzt mal Transaktionsverarbeitung, Datenbanken etc., könnte man die Latenz auch auf High setzen. Das würde aber nur sinnvoll funktionieren, wenn Sie zum Beispiel ein PMEM-Device oder ein NVMe-Device tatsächlich zur Verfügung haben als Speicher in der virtuellen Maschine oder zumindest eine SSD. Und wenn Sie die CPU-Frequenz, also die maximale CPU-Frequenz von vornherein reservieren. Ja, das mal zu den Besonderheiten einer Virtual Machine Konfiguration mit einem kleinen Hinweis auf die neuen Möglichkeiten in VS/6. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.